Im Angesicht Gottes erkläre ich euch hiermit zu Mann und Frau. Die Dänen haben meine ganze Familie getötet. Lehre mich zu kämpfen, so wie du. Hilf mir, diese Männer zu finden. König Christian denkt, dass eine lächerliche Belagerung das Volk von Stockholm zu Fall bringen wird. Ich bin der rechtmäßige König dieses verfluchten Landes. Und das werde ich mir keinesfalls nehmen lassen von ein paar verschissenen schwedischen Bauern! Gut. Feuer! Nun, des Königs Armee ist stark. Wir müssen Geschick beweisen. Deshalb habe ich auch das Sagen. Ihr elenden Idioten. Es ist nur eine Frage der Zeit, wann er die Stadt einnehmen wird. Wir werden dennoch nicht nachgeben. Los, Männer, zeigen wir es ihnen! Gnädige Frau, ihr werdet wohl verhandeln müssen. Hier sitzen wir nun, wie eine harmonische Familie. Du musst den Lauf der Geschichte selbst bestimmen. Du bist der Autor deiner eigenen Geschichte. Er wird in Kürze auch ihr König sein. Nein, niemals wird er das sein. Du musst gehen, sonst töten sie dich. Wir müssen uns an den Plan halten. Noch 4 übrig. Da sind keine Grenzen, was meine Macht angeht. Guten Morgen, Stockholm! Ups. Denkt einfach daran, wie gut es sich anfühlen wird, wenn erst die schwedische Krone auf eurem Kopf sitzt. Und wie ich es fühle.